Ich freue mich jetzt auf eine Sängerin, die mit ihrer wunderbaren Stimme in vielen Shows begeistert hat. Auch als wandlungsfähige Entertainerin. Sie ist, wie sie ist. Regina Toss. Ich weiß, was ich will. Und was ich will, werde ich wagen. Ich bleibe nicht still. Und was ich fühle, das muss ich sagen. Der Vorhang ist für mich noch gar nicht aufgegangen. Und schon frage ich, wie wird man mich hier empfangen? Ich will mit Musik zu euch gelangen. Und heute bin ich hier. Hallo Regina. Toll, dich so jung, frisch und schön zu sehen. Du hast dich überhaupt nicht verändert. Ach, danke, Libby. Wir haben uns ja lange nicht gesehen, aber ich finde, du siehst auch gut aus. Und ich denke, das macht die Musik. Und wenn man sich überlegt, ich bin ja nun fast 50 Jahre Berufssängerin. Du weißt doch, zu DDR-Zeiten musste man einen Berufsausweis machen. Und der liegt jetzt fast 50 Jahre zurück bei mir. Und ja, ich glaube einfach, das macht dieses wunderbare Gefühl, den Menschen mit den Liedern Freude zu bringen. Ich würde gern ein Drummer wie Timmy sein, ein Gitarrist so wie Demon sein, ein Posaunist wie Oscar es ist und wie Jens Saxophonist. Auf Lambo, der es elektronisch kann, auf Tattoo-Ecke, auf alle Mann. Ich stehe so sehr auf den ganzen Verein, Musikant möchte ich sein. Doch noch viel lieber sing ich, so wie man's von mir kennt. Das ist nun mal die Welt für mich und macht Spaß mit so einer Band. Natürlich war ich auch zu Gast in der Musik und auch beim Heinz Rennert. Ja, der, ach, das ist auch so ein Urkomiker und Entertainer, der Heinz. Den habe ich auch so geliebt. Und da war, jeder Interpret war glücklich, wenn er da mal Gast sein durfte bei Heinz, weil es immer lustig zuging. Ich muss jetzt nach ach, Haus. Baby, es regnet doch. Nun lass mich ach, hinaus. Baby, es regnet doch. Der Abend war schön, sollst du noch lange ganz nicht wunderbar. Du läufst im Regen nur Gefahr. Die Mutter wird sich schon sorgen. Sich schon bis mein morgen. Vater ist ein sehr strenger denk Mann. Denk doch einfach nicht mehr daran. Ich bin schon hier drei Mir Stunden. Nur 30 ich trinke noch ein letztes Glas Wein. Was ist denn das letzte Glas Wein? Die sein? Nachbarn im ach, Haus. Baby, es hagelt bald. Die schauen nach dafür mir aus. Dafür ist es viel zu kalt. Ich fühle mich ganz bestimmt warm. Bestimmt nur in meinem Arm. Und wenn es schneit. Doch nicht in diese Jahreszeit. Ich sollte schon längst nicht mehr hier Ines sein. Sollst du bei mir warum sein? Warum schaust du so zärtlich mich an? Weil ich einfach nicht anders jetzt kann. Jetzt habe ich schon ach, bleib Angst. Doch bei mir. Was verlangst du von aber die Zusammenarbeit mit einem Mann hat eine Kollegin ein bisschen neidisch gemacht. Ja, hat sich bis zu dir rumgesprochen. Ja, das war, wir haben das auf Hiddensee gedreht. Und ich habe ja den Klaus Ehrlich so gemocht. Das ist ein Regisseur, der die Modenschauen betreut hat. Und da habe ich gesagt, wir machen hier auf Hiddensee mein neues Album, setzen wir um in schöne Bilder. Hast du nicht mal Lust? Könnte ich mir gut vorstellen. Ich sagte, ja, mache ich. Er war mein Mann, er war damals meine Welt. Ich war grad so
Und meine tolle, super Kollegin Henne, Helga Hahnemann, sieht diese Sendung und sagt, ja, und ruft den Klaus Ehrlich an, weil sie macht ja auch demnächst eine Show. Und da rief sie den an, Klaus hat mir das dann wieder erzählt. Und da hat sie ihn angerufen und sagt, ey Klaus, ich habe hier die Show von der Toss gesehen. Ich möchte, dass du bei meiner Show auch Regie machst. Und dann möchte ich aber genauso aussehen wie die Toss. Ja, das war der Ende. Meinen ersten Kessel werde ich niemals, ja, sage ich das Wort schon wieder vergessen, aber das war, weiß ja wirklich, 1972, glaube ich, war das. Da war Johannes Heesters und Dean Reed drin. Und für mich, der war, glaube ich, der Johannes Heesters war damals schon an die 60. Ich werde nie vergessen, ich habe diesen Mann, boah, der sah aus, charmant, mit einem Charme, mit einer Höflichkeit, mit dem, oh, habe ich gesagt, da habe ich später dann, wie ich hörte, der Altersunterschied zu Simone, ich sagte, die konnte ich verstehen, den hätte ich mich auch verlieben können. Da spielte das Alter keine Rolle. Das war unglaublich, unglaublich. Heut geh ich ins Maxim, dort bin ich so intim. Ich duz alle Damen, nenn sie beim großen Namen. Lo, lo, do, do, ju, ju. Klo, klo, Margo, fru, fru. Sie lassen mich vergessen, was da ihre Ich war eine der wenigen, die in den heiligen Hallen der deutschen Staatsoper unter den Linden gastiert hat, mit dem Friedrichstadtpalast-Ensemble. Und da haben wir ja auch, obwohl ich da einen etwas swingischen Titel gesungen habe, aber ich wurde zum Beispiel öfter eingeladen von Fritz Hille, und den ich auch sehr mag, ein wunderbarer Kollege. Und dann haben wir wunderbar diese Nacht so sternenklar. Ja, ein Märchen wird wahr. Es ist wirklich wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Dieser Duft von deinem Haar. Ich bin dein immer da. Das ist mehr als wunderbar. Sag, du schwörst mir stets die Treue. Und du wünschst dir deinen Mund, du gehörst mir stets aufs Neue. Ich will dein sein, du wirst mein sein. Wunderbar, wunderbar, diese Nacht so sternenklar. Und wir zwei sind ein Paar, du bist mein, wie wunderbar. Wenn man diese Chance bekommt, und sich so vielseitig zu zeigen, wie ich es konnte, was willst du mehr im Leben? Dann habe ich meinen Beruf Gott sei Dank nicht verfehlt. Und dann noch, die Menschen sich heute noch freuen, wenn sie mich sehen oder uns sehen. Und ja, das war für mich, es war mein Leben. Das kommt nicht wieder. Es war schön, aber so ist das Leben.